Bauarbeiten am kleinen Schloss gehen weiter. Dritter Bauabschnitt fast beendet. Etwas im Schatten des großen Schlosses steht als nördliche Begrenzung der Blankenburger Schlossgärten das sogenannte Kleine Schloss. Es wurde einst als Holzbau für die Orangerie errichtet. Erst die verwitwete Herzogin Luise ließ das Haupthaus dann 1777 aus Quaderstein errichten. Mit seinen über 300 Jahren gehört das kleine Schloss zu den geschichtsträchtigsten Gebäuden der Stadt und beherbergte bis 2011 das Heimatmuseum. Das Gebäude zu erhalten kostet viel Geld. Nach einer neuen Dacheindeckung Ende der 90er Jahre erfolgte 2011 der erste große Bauabschnitt mit Mitteln aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des städtischen Denkmalschutzes. Für 1,6 Millionen Euro wurden die im 19. Jahrhundert eingezogenen Wände zurückgebaut, Balken mit Schwammbefall entfernt, neue Decken eingezogen und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. 2013 zog die Tourismusinformation in das Erdgeschoss ein und der vom Garten aus zugängliche große Festsaal wurde wieder zum Leben erweckt. Das westlich angrenzende, sogenannte alte Wohnhaus wurde dann im zweiten Bauabschnitt saniert. In diesem Flügel entstanden 2018 die Verwaltungsräume für den Tourismusbetrieb und für die Mitarbeiter der Harzer Wandernadel. In der angrenzenden Orangerie wurden jahrelang die Pflanzen für den Terrassengarten aufgezogen. Der Orangerieplatz davor gehörte ebenfalls zum Betriebshof. Er wurde von 2001 bis 2003 durch Jugendliche eines Förderprogramms der Agentur für Arbeit und des VHS-Bildungswerkes wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt. Für die Sanierung des Gebäudes aber fehlte das Geld. Nach intensiver Planung, Vorbereitung und Zusage von Fördermitteln begann im April diesen Jahres der dritte Bauabschnitt, die Sanierung der 300 Jahre alten Orangerie. 720.000 Euro standen dafür wieder aus dem Bundesländerprogramm zur Förderung des städtischen Denkmalschutzes zur Verfügung. Also wir konnten hier relativ gut im Vorfeld schon die ganzen Schäden begutachten und analysieren. Also die Kosten, die hier avisiert worden sind, wurden eingehalten. Auch dank des guten Planungsteams, was wir hier hatten. Konkret ist das Dach komplett neu geworden, der Dachstuhl. Wir haben das Gewölbe erneuert. Wir haben den hässlichen Abstützbock, der dann nun 20 Jahre vor der Fassade stand, wegnehmen können. Wir haben Spannanker eingezogen, um die Fassade zu sichern. Das ist jetzt unser dritter Bauabschnitt gewesen, ein kleines Schloss. Und Zielsetzung war jetzt, wie gesagt, erstmal nur die Sicherung der vorhandenen Bausubstanz. Besonders aufwendig waren die Arbeiten an der sehr attraktiv und funktionell gestalteten Glaskonstruktion für das Dach der Orangerie. Das war ein Kompromiss. Das ist ein neues Element, was auch erkennbar als neues Element jetzt hier verbaut wurde. Es sind drei Scheiben Isolierglas, Verbundglas, Sicherheitsglas auf einer Stahlkonstruktion. Und bewusst auch für die spätere Nutzung so ausgelegt, dass wir hier auch Fensterflügel haben, die man aufklappen kann. Die oberen lassen sich elektrisch bedienen, die unteren manuell. Und wenn hier doch mal eine Nutzung ist, wo man sich hier aufhält, ist natürlich wichtig, dass man auch mal hier eine Belüftung reinkriegt. Und das könnte man jetzt nur mit diesem neuen Element realisieren. Bevor der Innenausbau hier in einem anderen Bauabschnitt erfolgen kann, muss ein Nutzungskonzept für dieses Gebäude vorliegen. Der dritte Bauabschnitt ist jedenfalls beendet und somit wurde ein großer Teil des geschichtsträchtigen kleinen Schlosses saniert. Geplant sind weitere Bauabschnitte. Es ist jetzt der vierte in Vorbereitung. Insgesamt haben wir 7 Bauabschnitte. Also wir haben das Gesamtensemble Kleines Schloss mit Nebenflügeln in 7 Bauabschnitte eingeteilt. Und der vierte wird jetzt schon vorgeplant und in den nächsten Jahren dann soweit Fördermittel eingehen, auch realisiert. Der vierte Bauabschnitt ist unser kleines Schloss, das Hauptgebäude. Wir haben dort ja noch Fassade, die Fenster, die wir noch sanieren müssen. Der fünfte schließt sich denn an, das wäre denn oben das Obergeschoss im kleinen Schloss, wo zurzeit ja auch noch kein Ausbau ist. Also das hängt natürlich dann auch wieder von einer Nutzung ab. Der sechste wäre jetzt hier das Gebäude, wo wir jetzt hier drinnen stehen, wenn wir eine Betreibung finden, dass man hier den Innenausbau noch komplett macht.
Und der 7. Bauabschnitt wäre dann der Südostflügel, der linke Hand vom kleinen Schloss sich anschließt. Bis Ende Dezember sollen in der Orangerie übrigens noch die neuen Türen eingebaut werden. Dann ist auch die Fassade vollständig fertiggestellt.